Ich höre schon viel Radio, auch sehr bewusst, also nicht nur im Auto, sondern auch morgens. Und wenn ich wirklich was anderes, was Innovatives, was Aufregendes, was Spannendes hören will, dann höre ich die Radiofabrik. Von der Moderation generell gefällt mir, dass auf anderen Radiosendern so quasi professionell moderiert wird. So eine aufgesetzte Fröhlichkeit, und da ist die Radiofabrik doch irgendwie ehrlicher. Wenn ich Radio Fabrik höre, dann habe ich das Gefühl, diese kleine Stadt Salzburg sind auch so viele Menschen, die man so erkennt, ihre Sprache, ihre Musik, ihre Erzählungen. Und das ist nur bei Radio Fabrik möglich. Die Radiofabrik, also mit den Themen, würde ich schon sagen, dass da irgendwo eine Sparte ist, wo man sagt, alternatives Denken. Diese Richtung wird in Salzburg sowieso nicht so sehr gefördert, finde ich, oder? Freies Denken, freies Radio und ein bisschen ausgeflippt sein und so. Das gehört auch dazu. 20 Jahre, jetzt erst recht.